So, und willkommen wieder einmal zurück hier beim Sonnenorden. Wir befinden uns ja immer noch hier in der Mine der Orks, um genau zu sein. Und ja, wie man sieht, ja, geht es jetzt schon wieder gut los, indem uns hier wieder so ein 7er-Trupp überrascht. Na gut, wobei überrascht kann man nicht sagen, aber es wird attackiert. Aber, wie man sieht, das klappt immer besser. Ein Lucky Dude hat überlebt, aber er hat nur das Unvermeidliche hinausgezögert. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall dem Martin wieder so einen Energy Drink geben. Ja, wenn man hier nicht gerade viele Energy Drinks bei sich hat, dann könnte das natürlich ein kleines Problem werden hier mit den ganzen Orks. Man könnte die natürlich auch umgehen. Aber dann fehlen natürlich so ein bisschen die Erfahrungspunkte, was andere Kämpfe dann wiederum schwieriger machen könnte. Ja gut, so an sich mal jetzt hier erstmal alles. Okay, ja, stimmt, da sind die Kobolde. Die sind aber wirklich keine ernstzunehmenden Gegner. Schnell Feuer. Stärke. Die greifen zwar immer in Massen an, aber wie man sieht, wird man sehr leicht mit denen fertig. So, da ist auf jeden Fall noch so ein Typ. Okay, da noch mehr Kobolde. Aber die Strategie sollte eigentlich recht gut aufgehen. Und ja, weiter geht's. Ja gut, sind insgesamt schon ziemlich viele Orks. Teilweise ist das auch mehr, die Kämpfe so ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen? Ja, das ist eher so Massenstadtklasse. Ja gut, ist jetzt auch nicht so, dass hier wir, dass das rein Center gesmashed ist. Also das ist ja zumindest schon ein bisschen strategische Tiefe drin in den Kämpfen, aber ja. Die Masse der Gegner ist in diesem Abteil, sage ich mal, doch schon ziemlich groß. Vielleicht teilweise schon ein bisschen zu groß. Aber wie gesagt, wenn man seine Items, Skills und so weiter geschickt einsetzt, dann sollten sich die Kämpfe jetzt nicht mehr weiß wie lange ziehen auch. Achso. Vielleicht sollte ich ja nochmal hier Energy Drinks reinpfeifen, so. Und wieder solche Typen. Da werde ich jetzt aber definitiv einen großen Body verwenden. Bei denen. Und hier mache ich nochmal Schnellfeuer und Stärke, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Ja, sehr gut. Schon. Nein! Das hat nicht geklappt. Die Strategie ist nicht aufgegangen. Oh mein Gott. Das könnte es tatsächlich gewesen sein. Weil der Martin mal wieder einmal zu langsam war. Dieses alte Sorgenkind. Ah ne, Sebastian war ja Sorgenkind. Aber Martin wohl neuerdings auch. Mann, was machen wir denn jetzt? Ja, große Heilung bei Sebastian im Prinzip. Der ist hier immer noch da. Scheiße, scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ciao Sebastian. Ciao Fabian. Ja, Nina kann es alleine jetzt bestimmt reißen.
Ach Gott, Erholung. Ciao, Nina. Und schau noch mal weiter hin. Ja. Die Erz-Orks. Die sind, mit denen ist echt nicht gut Kirschen essen. Aber ein Glück habe ich. Zum Glück habe ich ihn gespeichert. Großer Energietrink. Ich überlege gerade, im Prinzip könnte ich auch einmal Ziegelmilch verwenden. Genau. So, und auf ein neues, würde ich sagen. Item. Ja, nochmal natürlich die große Molly. Wobei, ich glaube, mit dem soll ich mich dann auch lieber verteidigen. Schnellfeuer und Stärke. Ja, die hauen echt ordentlich rein. Aber gut, dass er Sebastian sich gerade verteidigt, sonst wäre er wahrscheinlich schon weg. Ja, jeder ist jetzt weg. Aber. Okay, einer hat überlebt. Kein Problem, dann machen wir den eben so fertig. Ja, komm, ich würde sagen. Nee. Mit dem meine ich sie, wie belebe ich sie wieder? Du. Ja, nee, doch so, würde ich sagen. Okay, alles klar, wunderbar. Na, also war doch gar nicht so schwer. Dann. Große Heilung. Zack, zack. So, zweimal Angriffsstein. Ich jetzt, genau, ich muss das noch sagen, im höllischen Modus. Also der höllische Modus. Vollkommen ist quasi der einzige Modus, wo es dann eben diese 6 Erz-Orks auf einmal gibt. Im normalen Modus hätte es ja nur 3 auf einmal gegeben. Weil 6 auf einmal sind ja schon ein bisschen heftig, aber ich denke, für den höllischen Schwierigkeitsgrad kann man das mal machen. Soll ja höllisch sein, nicht wahr? Genau. Und ja, jetzt haben wir es mit Wasserhexen zu tun. Bedeutet, ich denke, ich werde dann jetzt erstmal ihn stärken, weil er hat ja diese Donnerattacken. Ja, das klappt ganz gut soweit. So, dann mal Spiralhieb auf ihn. Du machst den Dorschstich auf ihn. Ja, und hier greife ich den so an, würde ich mal sagen. Ja, den kriegen wir auf jeden Fall noch so. Schuppen. Und da war noch eine Exotope. Dann können wir auf jeden Fall wieder das so machen, das so und natürlich die Stärke auf Sebastian.
So, und den können wir natürlich auch noch so weg. Natürlich trifft er mal wieder nicht. So, jetzt kann ich auf jeden Fall... Nee, Quatsch, brauche ich gar nicht. Fähigkeit. Heilung. Einmal. Und... Ich muss jetzt gerade gucken, wie es aussieht mit dem Inventar. Nee, da haben wir noch eigentlich genug Platz. So, 200 Kraftwurzel, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, aber hier... Ist, ja, die Felsformationen an sich sehen ja auch hier so ein bisschen sehr kantig aus. Ja, im Prinzip auch nicht besonders... anspruchsvoll fürs Auge. Sind halt im Prinzip nur sehr große Steinflächen. Und überhaupt sehr lange Laufwege auch hier auf der Map. Also, naja. Ist jetzt auch nicht optimal gelöst worden hier. Aber, naja. Am Anfang hatte ich es einfach nicht so mit den Maps, sag ich mal so. Gut, so, nein. So. Jawohl, ja. Dasselbe Spielchen noch einmal. Natürlich. Oh, wow, davon habe ich mal getroffen. So, ich versuche jetzt aber die restlichen Gegner hier erstmal, soweit es geht, zu umgehen. Gut, manchmal lässt sich das nicht ganz vermeiden. Aber man kann es ja versuchen. So, noch ein Ventrilerz. So, hehe. So, du kriegst mich nicht. Oh, aber du, wie es aussieht. So, ja, dann auf jeden Fall wieder einmal so. Ich glaube, da kann ich jetzt eigentlich rein gewisses mal ein Elixier gönnen. Item, Elixier. Oh, da haben wir ja noch 5 Stück von. Ja, geil. Das lohnt sich ja richtig. Natürlich kommt der Krit wieder dann, wenn er kaum noch HP hat, nicht wahr? Aber Hauptsache, du verfehlst immer, wenn sie noch volle HP haben. Genau so. So, nochmal die große Heilung. Ah gut, dann eben nicht. So, Fähigkeit. Oh nein. Den habe ich nicht kommen sehen. Das kam sehr überraschend. Hehe. Scheiße. Oh je. Tja. Das ist mir jetzt ein bisschen dumm gelaufen, möchte ich mal sagen. Ja, wir haben ja noch das Hexenpuder. Ich glaube, dann verwende ich das vorsichtshalber.
4 Kopfschuss. Stärke. Ich glaube, durch das Hexenpuder haben wir eventuell doch noch so eine Chance. Ja, genau. Außer Martin trifft mal wieder nicht. Ey, dieser Typ. So, jetzt mach schon mal, jetzt trifft doch mal endlich. Was soll das? Ja, dann nochmal so. Ja, natürlich trifft er sich nicht selber. Und natürlich triffst du jetzt auch nicht. Aber hey, Martin hat mal getroffen, wow. So, dann bin ich jetzt schon auf jeden Fall nochmal ein Energy Drink gegeben. Oh oh, er ist nicht mehr verwirrt. Das ist nicht gut. Aber er ist vergiftet. Das ist wiederum gut. So, dann kannst du jetzt einen Donnerhieb da machen. Ich glaube, ich muss schon mal die vorsichtshalber die Massenheilung. Ja, das war definitiv die richtige Entscheidung. So, auf jeden Fall ist die Wasserhydra die letzte Hydra. Und die ist jetzt weg. Oh, 3000 XP und das Wasserorb. Tja, Frage ist nur. Wo ist die Kiste, wo wir dieses Orb einsetzen können? Wir haben es bis jetzt noch nicht gefunden. Oh. Ja gut, mit den Schleimern wären wir auf jeden Fall auch noch fertig. Das ist doch alles kein Thema hier. So. Und nochmal normal angreifen und dann sollte es das doch mit diesem Dude auch gewesen sein. Na, wie sag's denn? So, ein Mithrilerz und noch ein Mithrilerz. Und wir gehen eine unfassbar lange Brücke entlang. Keine Ahnung, was ich mir da noch dabei gedacht habe. Wahrscheinlich wieder nichts, wie immer. Ja, auf jeden Fall haben wir es wieder mal mit 4 Quaber zu tun. Und das Nienchen sollte sich dringend selber heilen. Es ist zu spät, scheiße. Na gut. So, Donnerhieb. Ja, ich würde sagen, du kannst die Nida wiederbeleben. Wir haben zum Glück noch 17 Mal Riechsalz. Aber den Rest, den kriegen wir auf jeden Fall auch noch so weg. Ach, Nina, Mensch. Da die sich immer und immer wieder verabschieden muss hier. Nur noch Sorgenkinder hier. So, auf jeden Fall. Mal Riechsalz bitte. Ansonsten
kann sie ja noch mal heilen. Ja, soll reichen. Ja gut, nicht ganz. Ich glaube, ich habe wieder noch mal eine Ziegenmilch. Ja. Gut, ist jetzt für zwei Leute vielleicht ein bisschen verschwendet, aber naja. Ist halt so. So, Spiralhieb. Donner. So, und du Stärke. Auf ihn, genau. So, und dann sollten wir diesen Bereich eigentlich auch erstmal gesäubert haben. Also wenn wir mit denen hier fertig sind. So. Und die letzte, und dann ist endlich mal für eine Zeit lang Ruhe im Busch. Wunderbar. So, hier ist ja erstmal nichts. Da geht es dann wohl irgendwo rein. Da ist noch ein Mithrilerz. Tja, und was uns da drin erwartet, meine lieben Freunde, das sehen wir dann eben auch erst im nächsten Part. Aber bis dahin würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.